Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir den, ich habe schon wieder einen Boss, die Boss-Ruine haben wir erledigt, ich habe schon beinahe wieder den Namen vergessen. Wir haben gegen diesen komischen Boss gekämpft, der dafür gesorgt hat, Alicia im Kampf kaputt geht und ja, Erfahrungspunkte für sie gestrichen werden. Ja, ich bin immer noch angepisst deswegen. Und ja, ich habe jetzt noch offscreen, wie man sehen kann, so lange trainiert, bis alle, bis auf Alicia, ein Level abbekommen. Dann bin ich hier zum Speicherpunkt gegangen, um zu speichern und zu laden, damit die Gegner hier wieder respawnen, und hab gemerkt, ja, hier ist noch ein Skit. Gucken wir uns das an. Was? Was war das denn für ein unnötiger Fanservice? Ironisch jetzt, er hat ein Obstsorbet hergestellt. なるほど。ライラ様は火の天族だから焼き菓子が。ミクリオ様は水の天族だから冷たいものが得意なのですね。そうそう。ミクリオは昔からボアの肉を焼くときに火加減を間違えて黒焦げにしてたもんな。 そんな昔のことをまだ覚えていたのか。そもそもあれはスレイが自分で火を起こさな。お話するのはいいのですが、早く食べないと全部溶けてしまうのですが。はい。 Okay. Apropos Herrscher des Landes, Gegenstandnamen bieten. Er hat ironischerweise sogar ein Obstsorbet hergestellt. Ich hätte gerne mal was, was irgendwie Erfahrungspunkte erhöht. Hoffentlich kriegen wir sowas auch. So einen tun wir mal wegballern, weil ich von einem immer einen habe. Und ja, dann machen wir noch ein paar Gegner platt, damit wir alle bis auf Alicia ein Level abbekommen. Ich glaube, ich tue jetzt jedes Mal zwischen jeder Aufnahme so lange wieder trainieren, bis sie von Level ab sind. Also kann das nicht weitergehen. Der Bosskampf war eine total Katastrophe. Ich glaube nicht, dass das normal ist, dass Seraphen jedes Mal verrecken. Nein, muss man. So, Levelaufstieg. Sehr gut. Kommen die überhaupt neue HP und so? Erdrachenzahn. Seine Dingens. Ja. So, und du hast nichts bekommen, glaube ich, ne? Ich habe nur, sorry, er hat was gelernt. Ich manchmal nicht. Ich tue ja extra die Dingens ausrüsten. Papier nehmen jetzt ist. Hat immer noch geschmolzene Mauer. Pfeilsturm, das ist neu. Kristallturm oder Sturm? Kristallturm. Wolf bin Zahn, ja. Lass mal erstmal so. Wenn man er hat bei 4 irgendwas. Vierer lassen wir erstmal. Weiß nicht wieso. Weiß nicht, auf was ich achten soll. Hat Angriff. Das machen wir mal hoch. So, ich glaube, Mikio kann noch ein Level abbekommen, ne? Ne, er hat auch eins bekommen. Gut. Ne, Layla muss noch. Okay. Bei mir habe ich heute in dem Gebiet voll viele Probleme mit den SK. Ich habe immer SK-Probleme jetzt. Jetzt habe ich immer voll viele. Stehe nicht. Alter. What? Immer noch kein Level ab. Mann. Dann machen wir diesen Oktopus mal platt. Dann gehen wir zurück nach Malint, weil da müssen wir jetzt hin. Oh. Fokus und Angriff. Nein.
200. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen mächtiger. Hoffe ich. Irgendwie sehe ich keinen Unterschied. Aber ich will nicht gegen dich kämpfen, geh weg. Wir gehen nach Malin die Story weiter fortsetzen. Wir werden wahrscheinlich dann jetzt echt nach jeder Aufnahme eine kleine Trainingssession machen, damit wir alle vorm Level Up sind. Oder Alicia vorm Level Up ist. Folgt mich immer noch, was? Ist er weg, was? Einfach verschwunden. Also dann kriege ich auch hier für Herrscher des Landes Erfahrungspunkte, wenn ich hier ein bisschen kämpfe, also kann das ja auch nicht schaden, ne? So, rein da. Jetzt wieder alles Optimopti hier drinne. Ist auf jeden Fall Musik, das war glaube ich vorher nicht. Ich höre Leute sprechen. Okay. Ich brauche mal kurz einen Shop. Ich möchte mal kurz was kaufen. Und zwar gucken wir mal. So, noch einen, damit ich hier Stammkunde habe. Okay. Azurblau. So eine neue Waffe, aber ist nicht so gut. Sonnenbogen ist auch neu, aber ist alles nicht besser als das, was ich jetzt habe. Wasserring. Da ist nur ein Effekt drauf. Brennender Ansturm. Hm. Angebot. Ist aber nicht so gut. Ja, super. Gehen wir erstmal ins Gasthaus. Warte mal, was? Okay. Bin ich durch den anderen Eingang reingegangen? Stimmt, ne? Bin ich eigentlich vorher gar nicht reingegangen, oder? Die Waldarbeiter. Lukas, Kodachi no Yohei don ka. Kawatta renchuu da na. Anna tsunagari mo aru nda na. Ichiyo suji wa toutte ru shi. Aitsu ra no rikutsu da kedo. Kare ra no you ni.信じる者に自分のありよう委ねる人間はむしろ純粋なんですよ。確かに汚れは感じなかった。つまり汚れとは単純な善悪ではないと。悪人でも、いや、悪人だからこそ汚れないこともあり得るわけか。ああ、汚れって難しすぎだね。そんな風に悩めるスレイさんの心が大切なんですよ。私もそう思うよ、スレイ。純粋というより 単純なだけな気もするけど。否定はできないね。ああ、ますます難しい。Irgendwie erinnert er mich an Luke, muss ich jetzt so dran denken. Und Tales of the Abyss. Galtbonus von 20%. Ja. So als gar nichts. Alicia, あのさ ごめん、着替え中だと思わなくて。いいよ。鎧の手入れをしていただけだから。けど、無神経だったね、女性の部屋に。では、正式にお招きしよう。どうぞ、スレ。お邪魔します。それでご用は？いや、戦いのペースは大丈夫かなって。きつかったら言って。私なら問題ないよ。槍と鎧の手入れも、この通りだ。 前から聞こうと思ってたんだけど、アリーシャの鎧って変わってるよね。この透明な部分だろ。これはリフだけに代々伝わる鎧なんだ。今は末席だが、先祖には武名を馳せた勇者がいてね。その方は見たものを黒水晶に変える魔物を打ち果たしたと伝えられている。黒い水晶。それは、その方のものと伝わる鎧だ。一部しか残っていないし。 その方のものと伝わる鎧だ。一部しか残っていないし、伝説の話だが、興味があるなら手に取ってみてみるか。うん。思ったより透けてる。こんな風になってたのか。アリーシャさん、お食事の支度がお取り込み中のようですね。違います。ライラ様、今のはノックはマナーだね。
Aber die Ironie. Typischer Anime-Humor. Mag ich nicht. Mag so ein Edgy-Humor nicht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Oh mein Gott, ich habe mich angeklopft. Was? Du bist gerade am Baden? Tut mir leid. Idiot. Ihr seid aber das Gleiche. Warum tue ich mir das an? Da, Lukas. Was geht? Also ehrlich, ich kann es abziehen. Jo, Bossi. Machi no chien wo mite no tori da. Sasuga da ne. Tasukatta yo. Sotchi no shubi wa? Nan toka natta yo. Soria yokatta na. Ja, ore tachi wa soro soro date iku ze. Keibi tai mo katsudou wo saikai shita shi, betsu no irai mo haitta nda na. Ich war doch gerade im Gasthaus. Oh. Ja, Leute, macht mich fertig. Wisst ihr das eigentlich? Na gut. Dann gehen wir noch mal ins Gasthaus. Nein, ist der Shop. Boah, ihr macht mich fertig. Wisst ihr das eigentlich? Gottes Wagen, mich noch mal ins Gasthaus zu schicken, wo ich gerade herkam. Mich noch mal bezahlen, ey. Vor allem, dann geht der Effekt ja wieder weg, wahrscheinlich, ne? Dann nehme ich noch mal das hier, hallo? Ne, geht der Effekt wieder weg. Ja, Tapetenwechsel. Wieso ich mit mir selber rede? Ach, das ist eine lange Geschichte. なぜマーリンドにとどまらない。突然何なんだ。ガキは黙れ。同時に聞いてるんだ。なぜ町を救った恩と称賛を捨てる。なぜそうも自分を犠牲にする。ここでできることはやった。別の場所に知りたいことがある。それだけだよ。 Ich habe auch keine Ahnung, wer das sein könnte. あの者たちは分からない。ich habe auch keine Ahnung, wer das sein könnte. Was hat sie schon wieder? Wahrscheinlich, wenn wir sie fragen würde, würde sie sagen, gar nichts. Leila und Ednas Fertigkeiten, Lektionen, Bonusfähigkeiten. スキル講座のお時間ですが、なんか前振りが増えてきたぞ。今日は待望のボーナススキルの話よ。嬉しい。あ、うん。意識せずともすでにいくつかのスキルが発現していると思いますが、基本スキルの組み合わせにより生まれる。それがボーナススキルといっても仕組みは単純でルールは3通りしかありません。 全く同じスキルを複数セットすることで発現する。セイム。固め打ちする際のおまけね。セット数に応じた効果が1つだけ発現します。同じスキルを4つセットしたら3つ目は2つ目のセイムは発生しないってことか。そして同じグループのご属性のスキルを全て揃えた時のみ生まれるのがユニオン。
これは必ず5つ全てを揃えないと発生しませんが、そのグループの効果をさらに大きく引き出します。Ja, mit den 20er Effekt. 同じ属性で隣同士に並べると発言するエルムだけど。また来週。ねえ。Nächste Woche geht's weiter. Bin ich erinnert, der zu per Skiz erklären, aber ist auch sehr schwer zu begreifen. Ja, was ist los, Alicia? Mit dir stimmt doch offensichtlich irgendetwas nicht. Also bitte. Sag es uns jetzt, anstatt jetzt mit halber Abenteuer darüber nachzudenken und irgendwie in Schwierigkeiten zu gelangen. Ihr wisst schon, Rollenspiellogik. Warum?大樹に祈りを捧げる人間も戻ってきた。俺も頑張ってみるよ。よかった。これで安心して旅立てる。行ってしまうハロンか。Ja, bitte komm nicht mit. アタックさんもお元気で。私は残る。What? だって正式にイロハン様を祀る人を見つけた方がいいだろうし。アリーシャ、もしかしてレディレイクにマーリンドの状況も報告しなくては。バルトロたちのほとぼりも冷めた頃だし、一緒にいたらまた巻き込んでしまう。もちろんもっと一緒に旅をしたい。スレイさん、今までありがとう、アリーシャ。こちらこそありがとう。What? 雰囲気作りすぎ。一生の別れでもあるまいし。頑張るよ。汚れのないハイランドを作るために。俺も俺の夢を追う。Ich bin schon glad, dass ich jetzt nur noch mit zwei Charakteren jetzt kämpfen kann, oder? Oh Mann. Jetzt kann ich wieder nur mit zwei Charakteren in einen Kampf kämpfen. Süßes Mädchen, alternative Farbe. Und Dingens. Auf Edna, ja. Hier, ne? Ja, sehr gut aus. Und du hast ein Dings gelernt, eine Fertigkeit. Oh, du hast jetzt Heilmittel zur Bereitung. Ja. Obwohl. Was war das? Okay, gut ist, wenn sie zurückkommen und hoffentlich dann, weiß ich nicht, das gleiche Level hat wie die anderen. Schlecht ist allerdings, wenn sie überhaupt keine Erfahrungspunkte bekommt und dann noch weiter hinterherhängt. Hä, was willst du? Ich habe gehört, dass tief in den Borsruinen solche funkelnden Steine herumliegen. Ich weiß auch nicht, ob sie etwas wert sind. Schwer zu sagen, ob es sich der weite Weg lohnt, um sie zu suchen. Da können wir ja nächstes Mal hingehen. Vorher muss ich wahrscheinlich wieder offscreen hier trainieren. Mit zwei Charakteren. Ich kann ja nur zwei Charaktere wieder im Kampf benutzen. Sorey und irgendein Seraphen. Na super. Oder Seraphim. So ein Dreck. Denn Kinkyu da! Dosa! Schikari! Deko-ga! Lorans Deko-ga senetekita! Wie jetzt? マーリンドの者たちには君が知らせてくれ。自分は都に。怪我してるのに無茶だよ。一刻の猶予もないんだ。
heilen. So, sonst müssen wir doch noch ein bisschen rumlaufen. Ausgerechnet jetzt ist Alicia natürlich abgehauen.俺も行く。そうだな。彼らを見過ごしなされるのも目覚めが悪いだろう。行けません。同志が戦争に介入すれば手を貸した陣営に勝利をもたらしてしまいますわ。じゃあ黙って見てろっていうのかい。そうよ。人間たちが落としどころを見つけるしかないの。同志の力があれば救える人たちもいるじゃないか。ハイランドの人々は救えるかもしれません。ですが。 Aber die haben nur angefangen. Krieg bleibt immer gleich. わかった。ルーカスたちも村の人と一緒に避難してもらおう。それならいいだろう。はい。じゃあ早速ルーカスに話そう。さっきの調子だと、すぐにも出発するつもりかもしれない。 Komischerweise gibt es solche Regeln irgendwie nicht in irgendwelchen anderen Rollenspielen, ne? Was auch noch? Ich nehme an, irgendwas von der Nebenquest. Ich hoffe, ich kann die Stadt verlassen. Ich möchte nämlich gern trainieren. Wollte ich gerade sagen. マルトラン様の後を継ぐ。二代目の青木バルキリーになるんだ。男はバルキリーにはなれません。もしかしたら。マルトラン様の弟子になるのは私です。そっちこそ無理だね。お前の服青くないし。いいの。だいぶ青いね。青い服買ってもらうし。 人気だな。マルトランドのはこの町の出じゃからの。後継ぎが皆亡くなり、彼女が継ぐことになったんじゃが、責任感は人一倍だが、とても体の弱い子じゃったから、さぞ厳しく自分を鍛えたんじゃろう。バルキリーと恐れられる。逆なんだな。逆？うん。おかげで一つわかった。 よくわからんが、お役に立てて光栄じゃ。もう一個聞きたいんだけど、同席っていうのを知らない？同席なら一つ持っとるよ。町の復興を願って、聖堂に納めてきたところじゃ。譲ってもらえませんか？調べてることがあって。おかならぬ同志殿の頼み、どうぞ持って行ってくだされ。Also Firma. Sehr gut. Was auch immer so ein Iris-Stein ist. Oh, hallo. Ja, okay. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Ich hoffe, wir können echt die Stadt verlassen. Ich werde das offscreen mal nachgucken. Dann würde ich sagen, wir speichern erstmal und dann... Schwarzes Zeug. Nein, bestimmt nicht. So, Ali schaut mal dran, okay. Dann, warum speichere ich eigentlich? Jetzt machen wir auf die Aufnahme. Geglückt ist. Würde ich sagen, ich beende Party und wir sehen uns ja in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zur nächsten Folge.